Heute verschiedene Arten von Haustierbesitzern. Ich gehe nochmal schnell aufs Klo, bevor ich fahre. Nein, ey, nicht aufmachen. Herr, was ist denn? Meine Katze schläft da drin. Also nicht, Klo ist jetzt nicht. Ich fahre eine Stunde Auto, ich muss pinkeln vorher. Dann musst du in eine Flasche pinkeln. Ich hole dir eine Flasche oder ein Waschbecken in der Küche. Iiii! Was los? Dein Hund kackt auf den Esstisch. Ach so, ja. Das macht er manchmal noch. Das konnte ich ihm schlecht abgewöhnen früher. Ah, macht er heute komm noch. Bitte, wegmachen. Mein Gott, du stellst dich aber auch an. Na du, hast du Hunger? Ja, du hast ganz großen Hunger, ne? Alles gut? Du hast mich lieb, ne? Hallo? Ganz ehrlich, dich zwingt niemand hier zu bleiben. Wenn du gehen willst, dann geh. Tschüss. Ja. Mein Gott, ist der groß. Beißt der? Nein, der beißt nicht. Der will sowas nicht machen. Ah, guck mal, der beißt doch. Ah. Quatsch, das ist Spielen. Der will nur spielen. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber das ist wirklich mega illegal, dass wir hier zu fünft in einem Auto sitzen. Jungs, ganz ehrlich, wenn die Polizei kommt, sagen wir einfach, Tom und ich sind ein Pärchen. Und ihr beide seid auch einfach zusammen. Oh Baby, aber mit rummachen und allem, ne? Und was ist mit mir? Wir sind ja dann immer noch drei Haushalte. Ihr führt eine Dreiecksbeziehung. Genau, ihr seid ein polyamores Paar. Die können dagegen nichts sagen. Alles schön und gut, Jungs, aber ihr wisst schon, dass es gleich nach 22 Uhr ist. Stimmt, nach 22 Uhr darf man ja gar nicht mehr raus. Doch, doch, mit seinem Hund darf man raus. Wir sagen einfach, ich war mit meinem Hund draußen und der ist einfach weggerannt. Ja, aber warum sind wir dann zu fünft in einem Auto? Ihr helft mir beim Suchen. Ich hab's, wir waren alle mit unserem Hund draußen und alle unsere Hunde sind weggerannt und jetzt beraten wir uns hier einfach zusammen. Ja, das ist gut, das kaufen die uns ab. Hey Papa, ich suche Batterien. Können die vielleicht hier irgendwo drin sein? Da habe ich 30 Jahre schon nicht mehr reingeguckt. Was ist denn das für ein Ding? Zeig mal her. Ist das eine Schlafmaske? Pack das sofort weg. Kann ich sie mir mal ausleihen? In den Schrank zurück, sofort. Was schreit ihr beide hier so rum? Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das denn für ein Spezialding? Oh mein Gott. Alter, ich werde schlafen wie ein Baby. Wo ist deine Maske? Ich hatte die eigentlich, also ich... Wir brauchen seit 2 Jahren eine Maske. Ja, also ich wusste nicht, dass... Jedes Mal vergisst du deine scheiß Maske, Alter! Ist du mir doch leid, Mann, ich... Junge, ich hab doch gesagt, wir gehen da rein. Hier, nimm meine alte. Was? Die will ich nicht haben, die stinkt. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Geld? Haben wir gerade wirklich eine Bank überfallen? Hörst du das auch? Ach nee, die suchen uns. Egal, die finden uns in ihrem Leben. Ich kann das nicht, wirklich nicht. Du brauchst 2 Minuten nach Hause, stell dich nicht so an. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Oh. 22:01. Das ist kriminell. Was machst du da? Ich werde es schaffen. Wenn Jungs Mädchen Probleme hätten. Oh nein. Och nee. Gib meine Nummer. Zeig Schniedel. Alter Tatz, wie als du vom Himmel gefallen bist, Süßer. Geiler Ass. Oh mein Gott. Hat eine graue Jogginghose an. Lass mich raten, du liegst gerade in deinem Bett, frisst Süßigkeiten und machst nichts. Doch eigentlich willst du dein Traum leben, oder? Willst du das? Ja. Dann beweg deinen verdammten Arsch aus deinem Bett. Du hast so viel Potenzial. Ab heute jeden Tag 6 Stunden Workout. 20 Kilometer Jogging. Kein Problem. Auch bei minus 10 Grad. Schreib deine Träume auf ein Blatt Papier jeden Morgen. Kein Gramm Zucker mehr. Ab heute. 6 Uhr aufstehen jeden Morgen, um dein volles Potenzial auszuschöpfen. Nee, ich will mein Leben doch nicht umstellen. Heute verschiedene Arten von Vegetariern. Schmeckt's? Unnormal geil. Boah, das riecht man bis hierhin, dass das Tier unglücklich war. Willst du auch ein Stück Pizza haben? Nee, ich esse doch keinen Fisch. Ich bin vegetarisch, weißt du doch. Aber sieht richtig gut aus, also guten Hunger, hau rein. Krass, und wie lange machst du das jetzt schon, also vegetarisch leben? Ich mach das schon ewig eigentlich. Also gedanklich bin ich da eigentlich schon drin in dieser vegetarischen Welt, seit ich geboren bin. Boah, also bist du jetzt seit 20 Jahren schon vegetarisch, oder was? Nee, ich hab tatsächlich erst vor 2 Wochen angefangen, aber das davor war nicht ich, weißt du? Boah, sie lächelt mich so an. Ich brauch mal wieder so eine richtig saftige Salami. Digga, was frisst du meine Salami? Ich dachte, du isst kein Fleisch. Oh, wie konnte ich das denn nicht sehen? Die ist ja gar nicht vegetarisch. Hi. Hi. Lass das Ganze beenden, das macht keinen Sinn mehr. Ja, du hast recht. Ich glaube, es ist wirklich besser so. Ja, und jetzt? Jetzt werde ich dich überall blockieren und ab und zu mal wieder entblockieren, weil es mich doch zu sehr interessiert, was du machst. Das war mir klar, dass du das machst. Darum habe ich meinen Account schon auf privat gestellt. Ich habe mehrere Fake-Accounts, die dir folgen, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind. Oh, die werde ich schon finden und blockieren. Meine ganzen Freundinnen folgen dir auch mit mehreren Fake-Accounts. Also egal, was du machst, wir sind unaufhaltsam. Du wirst uns nicht stoppen können. Oh, das ist irgendwie schon ein bisschen krank. In den Stories von meinen Freundinnen, denen du auch folgst, werden auch
provokante Videos von mir hochgeladen, um dich eifersüchtig zu machen. Das wird mich auch sehr sauer machen und eifersüchtig. Und wenn ich traurig bin, werde ich merken, dass du die Richtige warst und werde mich einfach wieder bei dir melden. Ich werde dann erstmal auf Hard to Get machen, doch am Ende trotzdem einbrechen und wieder zu dir zurückkehren und mich wieder von dir verarschen lassen. Perfekt, bis in 3 Monaten. Ciao, ich liebe dich. So Jungs, haben wir alles? Dann können wir jetzt eigentlich los. Ja, wir können los. Digga, ich hab so Bock auf Kino. Jungs, ich glaube, unsere Wege trennen sich hier. Was? Viel Spaß im Kino, aber ich bin raus. Hä? Nein, du kommst mit. Du hast doch voll Bock, meintest du. Klar, ich komm mit. Natürlich, mit 4 Euro auf dem Konto. Also was nehmen wir jetzt? 2-mal Margarita, 1-mal Hawaii und Finn, was willst du? Ich brauch nix. Ich hab noch Brot zu Hause. Fordern Sie zu Fenster 2. Alles klar. So, 1,60 kriege ich noch von dir. Sag mal, kann ich dir das so geben? Du weißt, Ende des Monats ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Bruder, 5000 Aufrufe. Mein neues Video. Die folgen mir auch alle. 15 neue Follower in 12 Minuten. Bald kannst du mit mir nicht mehr vor die Tür gehen. Alter, es sind schon 10.000 Aufrufe. Der Plan geht auf. Ich wusste, das ist mein Ding. Das ist es. Ich werde Influencer. Ey, neuer Kommentar. Jemand hat kommentiert. Ey, die lieben mich einfach. Ich kann meinen Job bald kündigen, wenn es so weitergeht. Ich frage mich, wann die ersten Firmen anfragen, um mit mir zu kooperieren. 100 Follower geknackt. Ich kenn dich gar nicht mehr. Wer bist du? Ich heb ab.